Herzlich willkommen zurück zu Enslaved. Ja, und ich habe das Spiel nochmal komplett. Ich musste die ganze Konsole nochmal ausmachen, alles nochmal neu starten. Und ich habe erst versucht, das Spiel nochmal neu zu starten, ging immer noch nicht. Dann habe ich die ganze Konsole mal ausgemacht und habe die nochmal komplett neu gestartet. Und jetzt ist es wieder okay. So, wie ihr seht. So, und jetzt ist es auch kein Problem. So einfach geht's dann. So. Und jetzt. Weiter. Kannst du mal ablassen? Alter. Willst du mich wohl verarschen, du? Schwein. Oh, da hinten sind sie wieder. Da muss man natürlich immer aufpassen. Und immer hin und her rennen. Lass das Ding in Ruhe. Boah, die Kamera ist echt in dieser Situation echt ätzend. Ich sehe überhaupt nichts. Aber naja. Ein bisschen ausrasten und dann geht das schon wieder. Jetzt kommt der vierte. Jetzt können sie natürlich auch an allen Vieren stehen. Und da kommen wieder welche, die gern schießen. So, den haben wir weg. So. Ja, ich hab da was. Sowas auf dem Sack. Ihr auch da drüben. Auch wenn ich kaum was sehe, ich schlag einfach irgendwo hin. Noch irgendwo welche, die gerne. Ah, da. Ich muss da auslassen. Der noch. So. Noch irgendwo einer? Der gerne. Wo denn? Wie viele von den Typen sind denn da? Alles klar. Oh, die Kamera, wieso dreht die sich immer so bescheuert? Man sieht gar nichts. Soll mal einer verstehen. Ah, ich glaube, das war's aber hier. Und sorry, Leute, dass es jetzt nur, dass es zwei kurze Parts vor diesem Part gibt. Aber für den letzten konnte ich ja nicht, wenn ich dann nicht schießen konnte.
Ja, und Pixie freut sich hier voll auf den Chefsessel. Das war mal ein Damm. Na, das ist ja mal ein Titan unter den Robotern. Ja, kommen sich immer näher, die beiden. Kapitel 14, Pyramid. Und hier geht noch mal richtig die Post ab. Es gibt sie wirklich. Yeah. Dann wollen wir mal. So, hier gibt's keine. Ah, jetzt müssen wir hier ein paar abschießen. Und das geht alles noch. Das ist eigentlich nicht das Problem jetzt. Okay, verstanden, Pixie. Ich brauche aber ein bisschen Munition. Hey, was machen diese Leeches denn da? Da war da noch irgendwo eine. Ah, da. Von euch habe ich sowieso die Schnauze voll hier. Oh je, ein Skorpion. Oh
Hoffentlich kann er den wegpusten. Weiß ja nicht, wo soll ich denn jetzt hin? Nirgendwo? Muss doch hier irgendwo weitergehen. Ne? Und da. Hab ich doch gewusst. Ja. Rüber. Ah. Okay, schieß sie ab, bevor sie uns alle Energie abziehen. Ja, mach ich. Noch irgendwo einer? Naja, anscheinend nicht. Die braucht ganz schön lange zum Laden, aber die ist... Hauptkanone bei 75%. Schuss bereit. Ich feuere die Kanone ab. Achtung! Gleich wird's los. Boah. Jetzt kommen aber noch viel, viel mehr Skorpione. Oh mein Gott. Aua. Hallo, kann ich... Also jetzt ist aber... Jetzt reicht mir das hier langsam. Viel eingesaugt, ey. So. Und das Spiel sagt dann aber dann auch noch, wo man zum letzten Mal aufrüsten kann. Na, hier warten wir mal noch. Können ja mal gucken. Ach, ich kann jetzt gar nicht. Okay. Also jetzt kann ich momentan nicht aufrüsten. Hauptkanone bei 75%. Ich feuere! Ja, noch einer weniger. Keine Sorge! Feuere weiter auf diese verdammten Max! Wenn's reicht, dann reicht's. Macht mich echt nicht wütend. Da hinten ist noch ein Orb. Da unten ist noch... Ist auch noch was. Hey!
Ja gut, sowas ähnliches, glaube ich, haben wir auch schon mal gesehen. Zivilisation. Schauen wir mal, wo es jetzt weitergeht. Ah, hier. Hab's gesehen. So. Aha. Okay. Ich sehe schon. Ach, einfach durch. Hauptkanone bei 50%. Hauptkanone bei 75%. Ah ja, ich komme hier jetzt eh nicht weiter, bis der geschossen hat, glaube ich. Und hier hat jetzt der Ton gefehlt vom Schießen. Das war dieselbe Frequenz wie zum Anfang. Und da kommen noch mehr von diesen Biestern. Oh je. So. Rüber. Haben hier auch noch irgendwo welche? Nee, ne? Oh. Pixie, das wird wirklich eng. Ah, du Sau, du. Ach, der Levitan, der lädt sie auch wieder auf. Ich dachte jetzt schon, so ein Scheiß, der hat bloß noch... Den hätte man natürlich zuerst nehmen können hier, weil der... Alter! Jetzt lasst mich doch mal hier raus, ey. Ist ja furchtbar. Na, habe ich mir den wenigstens aufgehoben. So. Bastard. Oh oh, einer kriecht da hoch. Nein, er reißt die schöne Kanone ab. Und der sieht ja mal richtig gefährlich aus, muss ich sagen. Der muss da runter. Seid ihr in Ordnung? Aber ihr hört's. Das sehen wir dann erst im nächsten Part, wenn es wieder heißt Enslaved. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.